Ja, herzlichen Dank. Ich möchte mich vielleicht zu Beginn erstmal auch bei Afrika Venir und ganz besonders bei Mira und ihren powervollen Kolleginnen bedanken für die Einladung und für die Organisation von diesem Symposium. Ich bin der Einladung sehr gern gefolgt und ich bedanke mich auch schon mal im Voraus, dass ihr alle noch so toll durchhaltet. Es ist ja schon eine Menge Durchhaltevermögen hier im Raum. Wir können dann in den Diskussionen auch durchaus dann auch noch in Englisch wieder switchen. So, we can also go into the discussion in English. Both ways is okay. Aber dieser Panel ist so angedacht, dass ich ein kurzes Intro-Statement gebe zu Afrofuturismus. Und dann wird Simone auf ihre Arbeit heraus auch einen Input geben. Und dann wollen wir eigentlich ins Gespräch kommen über dieses Phänomen von Afrofuturismus. Ja, ich habe auch eine PowerPoint und da. Ja, eben, genau. Das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn ich den Rechner hier haben könnte. Noch dazu. Ja, im Einstieg habe ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht zu dem Motto der Tagung. Ihr habt ja hier auch von Du Bois geborgt. Ne? Und Du Bois, wenn seine berühmte These, dass das 20. Jahrhundert eine Frage halt der Race Relations oder eben die Entscheidung auf der Color Line sein sollte. Die werde ich natürlich hier nicht diskutieren können, aber ich würde dir hinzufügen, nicht entgegensetzen, aber hinzufügen, dass wohl das 21. Jahrhundert dann eine Frage der Zukunft wird und wo Zukunft als Ressource und Zukunft auch als politisches Instrumentarium auch verhandelt wird und entschieden wird. Und dazu gehen ein bisschen meine Einführungen hier, also eine Frage von, ich möchte klären oder umreißen, was eigentlich Zukunft ist, wie es verhandelt wird, wie es bestritten wird, um dann auch dahin zu kommen, zu gucken, was Afrofuturismus eigentlich bedeutet. Und ich möchte versuchen, einen Perspektivwechsel vorzunehmen und für uns Zukunft und Afrofuturismus in einer positiven Art so zu claimen, uns anzueignen, dass wir uns nicht immer nur in Abarbeitung mit einem weißen, westlichen, neoliberalen Verständnis von Zukunft befinden, denn da haben wir schon verloren und es ist unsere Energie auch, geht unsere Energie verloren. Ich werde es auch an einem Beispiel, einem sehr aktuellen Beispiel machen. Aber ich habe mir lange überlegt, womit man einsteigt. Das hat ja auch einen Symbolcharakter, was als erstes für ein Image gezeigt wird oder wer zuerst auch zitiert wird oder zu Wort kommt. Ich finde das immer sehr, sehr wichtig und deswegen habe ich mich für ein Video entschieden. Vielleicht können wir das zeigen. Ich bin technisch eine absolute Null. Was muss ich hier machen? Wo muss ich drauf umhauen? Ja, und mach's auf Play. Super, genau. Also, sehr schön. Jetzt mein Computer wieder weg. Genau. Wir steigen ein mit einem kleinen Excerpt von Mankechi Mutu, einer kenianischen Künstlerin. Und das heißt, der bedeutungsschwangere Titel, The End of Eating Everything.
Das war ein kleiner Auszug einer Installation von 2013 von Wangechi Mutu, einer kenianischen Künstlerin und Performance Artist. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, aber die Images, die Ikonografie, die Bildlichkeiten, die Verweise, die wir gesehen haben, die zeigt eigentlich schon in eine Richtung, nämlich dass Zukunft etwas sehr Prekäres geworden ist, dass es nicht mehr selbstverständlich ist und für manche eigentlich auch noch nie selbstverständlich war. Und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, sich immer die Frage zu stellen, wessen Zukunft und aus welcher Perspektive wir eigentlich diese Frage herangehen. Und da fällt mir auf, in den letzten Jahren, in denen ich mich mit Zukunftsimagination in afrikanischer und diasporischer Perspektive beschäftige, dass da einiges gerade sozusagen am Erkämpfen ist. Also in Zeiten von unsicherer Zukunft, wenn Zukunft nicht mehr in Kontrolle zu sein scheint, rückt der Blick auf die Zukunftsvisionen derer, denen diese noch nie sicher waren, immer näher. Und das sehen wir, glaube ich, gerade auch aus der Perspektive des Westens, wo Zukunft eben nicht mehr als selbstverständlich gehandhabt werden kann. Und wir sehen das dann vor allem mit Pop-Referenzen, nämlich zu diesem Phänomen von Afrofuturismus, dass das seit der Jahrtausendwende auf einmal im Westen immer attraktiver wird. Erst in den USA wurde es sozusagen zu einem neuen Hype im Mainstream entdeckt und kam dann via UK dann eigentlich auch zu uns. Und seit drei Jahren ist es auch in Deutschland auf einmal Kinos, Theater sind auf einmal sowas von interessiert daran. Und ach, Afrofuturismus, da müssen wir doch mal was machen und das ist doch eigentlich sehr, sehr spannend. Das heißt aber auch in einem solchen unsicheren Zeit, dass auch nunmehr alternative Zukünfte der Vergangenheit und damit diese selbst auch ins Licht der westlichen Öffentlichkeit gerückt werden. Also Vergangenheit selber wieder von denen, die eigentlich sonst nie eine Zukunft hatten und deren Zukunftsimagination rücken mehr ins Zentrum. Fragen nach Heimat finden oder auch Heimat zurückfinden will heißen, sie auch imaginieren zu können und sich dabei zum Beispiel auch in ein Verhältnis zu setzen mit dem Mutterkontinent, steht im Zentrum von Afrofuturismus. Sowas sehen wir zum Beispiel sehr stark in den Filmen von und Videos von Sun Ra. Space is a Place von 1972 bis 1974 ist gerade digitalisiert worden letztes Jahr und kann eigentlich in jedem besseren Off-Kino mittlerweile auch gesehen werden. Heimat ist ein unmöglicher Ort oder auch eine unmögliche Suche. Und das ist natürlich etwas für diasporische Leben etwas zutiefst Eingeschriebenes, etwas, was wir geschichtlich sehr kennen. Und mit der globalen Krise des Westens, Perspektivwechsel, der Westen ist in einer Krise, wir sehen das durch stärkere erzwungene Migration, wird das auch im Westen erfahrbar, was es bedeutet oder dass so etwas möglich ist wie Heimat als unmöglicher Ort oder eine unmögliche Suche. Ich stocke immer ein bisschen, weil ich eigentlich versuche, kürzer zu sein als das, was ich vorbereitet habe, weil wir schon eine Stunde hinterherhängen. Also ich versuche, mich da ein bisschen mehr einzukürzen. Was uns diese Zukunftsperspektiven von einer nicht-westlichen Perspektive aus ermöglichen, solche Zukunftsentwürfe, ist eigentlich auch die westlichen Logiken des Ordnens und die Kategorisierungen der Aufklärung, die wir alle drin haben, dass wir die in Frage stellen können, beziehungsweise die auch für solche Zukunftsentwürfe gar nicht verwenden können. Das klingt immer alles sehr theoretisch, aber letztendlich kennen wir das alle sehr genau. Also es fängt damit an, lineare Konzepte von Zeit,
denn was ich gerade gemeint habe, die Zukunftsentwürfe der Vergangenheit spielen heute weitaus mehr eine Rolle denn je, und das ist nicht einfach eine Linearität hier. Und auch das westliche Verständnis von Wissen, das westliche Verständnis von Geschichte, bis hin zu Definitionen von Humanismus vor allem auch diese, was ich sehr problematisch finde, dieses Konzept von Posthumanismus. Denn auch da gilt im Prinzip auch aus einer BIPOC-Perspektive, manche Gruppen sind eigentlich noch gar nicht in diesem Konzept von Humanismus angekommen innerhalb des Westens, und der Westen macht sich auf, einen Posthumanismus einzuleiten. Das kommt auch nicht von ungefähr, dass es jetzt in solchen Momenten geht. Afrofuturismus hilft uns da, hier das auch aufzubrechen und zu zeigen, dass in Zeiten von schwindender Zukunftszuversicht im Westen eben eine Flucht in solche Imaginationen wie Posthumanismus nicht so leicht möglich ist. Und schließlich auch ein anderes, wenn wir den Perspektivwechsel vornehmen und uns Zukunft von einer anderen Sichtwinkel aus anschauen, dann gestalten sich auch so Konzepte wie Dystopie und Utopie noch einmal anders. Wir hören immer gern viel von Utopie, und wir hören sehr viel davon, dass also gerade in den westlichen Konzepten von Sci-Fi, Science Fiction, dass wir über eine Apokalypse hin etwas Neues erreichen müssen. Also wir müssen durch einen dystopischen Zustand gehen. Wenn man sich überlegt, was das bedeutet für Kollektive, die eigentlich hier und im Hier und Jetzt bereits in einer Apokalypse, in einer Dystopie leben, dann gestaltet sich natürlich da ein Pendant zu Utopie auch schon mal ganz anders. Wenn wir die kollektive Fluchterfahrung sehen, die bezwungene Migration von Tausenden von Menschen, da können wir nicht Utopievorstellungen des Westens draufsetzen und dann noch sagen, das ist genau, wo sie hierher kommen wollen, was im Prinzip nur bedeutet, dass wir eigentlich schon in der Utopie sind. Also das kann ja so leicht nicht funktionieren. Das ist jetzt sehr kompakt im Prinzip eine Art Destruktion des Begriffes Zukunft, wie wir sie bezeichnen. Das ist nicht einfach nur meine politische, polemische Position, auch wenn ich die gerne verteidige, sondern das ist eigentlich etwas, was sich schon seit einer Weile abzeichnet. Und hier habe ich ein Zitat gebracht von einer Literatur- und Kulturwissenschaftlerin namens Aleida Aßmann, die sehr viel auch zu Gedächtnis und Erinnerungskultur geforscht hat in den 80er und 90er Jahren. Und die hat ein interessantes Buch geschrieben, das heißt, ist die Zeit aus den Fugen, worüber sie sich Gedanken macht, wie es eigentlich passiert ist, dass im Westen der Verlust von Zeit und der Verlust von Zukunft passiert ist. Und das kommt nicht von ungefähr mit dem Auseinanderbrechen der westlichen Stabilität zwischen Ost und West, nämlich nach dem Kalten Krieg, dass da natürlich für den gemeinsamen Westen eigentlich eine Deutungshoheit so verloren gegangen ist, dass man Zukunft als sichere Ressource auch verloren hat. Und leider Aßmann zeichnet dann einen Weg in den 90ern zurück, wie sich der Westen eher auf die Vergangenheit gesetzt hat. Also die ganze Frage der Erinnerungskultur, also vor allem in Deutschland und Frankreich kann man das sehr schön nachzeichnen. Immer mehr eigentlich hilfesuchend sich auf den Weg gemacht hat, woanders Zukünfte zu finden. Und da auf einmal bei den ehemals Kolonisierten angelangt sind. Ihr müsst doch nochmal ganz andere spannende Ideen haben von Zukünften. Ihr, die ihr eigentlich nie eine hattet. Ne? Was ich unter dem Konzept von vergangenen Zukünften verstehe, und das ist etwas, was ein ganz wichtiger Punkt ist in der Dekolonisierung des Aspekts von Zukunft, ist, dass letztendlich in der Geschichtlichkeit immer Zukunftskonzepte, Zukunftsimaginationen angesiedelt waren, die es eben nicht
in unsere Geschichtsschreibung geschafft haben. Wir alle haben, egal wie alt wir sind, wir alle haben die ikonischen Bilder und Töne im Kopf von der Mondlandung. Ne? Houston und so weiter, ne? So piep, piep, piep und diese weiße Schuhe etc. Wir alle haben das im Kopf. Aber wir wissen wenig über die Zukunftsimagination, die Zukunftsentwürfe von kolonisierten Gesellschaften, von versklavten Menschen, die in ihre Form oder ihre Form des Widerstandes gesucht haben und auch gefunden haben. Und allein die Tatsache, dass Kollektive solche Atrocities überleben, kollektiv überleben, zeigt, dass da eine Menge Zukunftsentwürfe waren. Wir haben gerade im Mainstream vor einem Jahr ein solches Angebot bekommen, eins der besseren, wie ich finde, mit Hidden Figures, und da kann man eine Menge auch kritisieren, aber ich fand das unglaublich kraftvoll, interessant und kreativ. Und letztendlich ist das eigentlich ein afrofuturistischer Film, denn es zeigt eine Zukunftsimagination in der Vergangenheit auf mehreren geschichteten Ebenen. Also in einer Zeit, in der es nicht selbstverständlich war, nicht nur nicht mal selbstverständlich, sondern fast unmöglich war, überhaupt einen Hochschulabschluss zu bekommen für schwarze Studierende. In einer Zeit, in der Frauen, schwarze Frauen, schon gar nicht in Naturwissenschaften so einfach vordringen konnten. Und in einer Zeit, in der im gesamten Westen die Frage nach Astronomie und Raumfahrt sowieso auch schon etwas Utopisches war, haben hier schwarze Frauen nicht nur all das für sich geschafft und sind diesen Weg gegangen, sondern haben maßgeblich dazu beigetragen, überhaupt so etwas zu schaffen wie Raumfahrt und die Möglichkeit des anderen Weltlichen, des Alien Lives zu gehen. Das ist eigentlich das, was wir sonst in der westlichen Kulturgeschichte als Heldengeschichte zeichnen. Ne? Und so ist es ja letztendlich auch so passiert, so Hidden Figures. Aber was mich da vor allem nochmal beeindruckt, ist, dass in ihrer Zeit haben sie all diese mindestens drei verschiedenen Lehrstellen, die eigentlich gar nicht vorgesehen waren für sie, bewältigt, was bedeutet, auch keine Sprache dafür zu haben, keine Bilder dafür zu haben. Das ist etwas, ich möchte uns alle ermutigen, einmal zu überlegen, wenn wir etwas erreichen wollen, etwas Neues machen wollen, wofür es kein Bild gibt. Also eine Musik kreieren, ein Instrument lernen, wofür es keine Sprache gibt. Und das finde ich schon, das ist geliebter Afrofuturismus. Also das als ein recht schnelles Beispiel. Bitte? Ach so, okay. Ja, ich bin auch ein klein wenig angeschlagen, deswegen werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen leiser, also versuche ich jetzt immer etwas lauter zu reden. Ne? Jetzt passt es wieder. Wir finden natürlich solche Beispiele gerade im Kulturgeschichtlichen sehr viel, vor allem auch also in der Literatur, damit habe ich mich vor allem befasst, von Octavia Butler zum Beispiel schon in den 70er Jahren mit Kindred, aber auch dann The Parable of the Talents von 1998, diese Trilogie, die im Prinzip auch schon so etwas wie das Auferstehen eines neofaschistoiden Typos à la Trump vorausgesagt hat. Und das ist letztendlich das Ultimative, was wir leider alle auch im Kopf haben. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, man macht sich Gedanken, womit man einsteigt. Aber in Vorbereitung auf dieses Symposium hatte ich das Gefühl, gab es diese Woche einfach auch nochmal eine Steilvorlage. Und das war natürlich einer der tausende Skandale, die es täglich da gibt mit diesen Faschisten im Weißen Haus. Und ich meine natürlich hier diese Shithole-Referenz. Das ist euch allen geläufig. Wozu es kommt und worum es mir hier geht, ist die Referenz zu Norwegen.
als also in einer Sitzung gegen Immigration oder als er gegen Immigration gewettert hat und dann ja auch meinte, warum können wir eigentlich nicht mehr Einwanderung zum Beispiel aus Norwegen haben. Uns ist auch allen klar, was das bedeutet, als eben lieber nicht aus Haiti oder aus afrikanischen Ländern. Interessant fand ich dabei die Reaktion von Norwegen. Das ist nämlich das Spannende und natürlich auch nochmal ganz klar, das ist eine schreiende Geste nochmal zu zeigen, dass es hier um Ressource Zukunft geht. In den USA wird es ja auch so direkt benannt, das ist ja gerade ein extremer Kampf und wir können nur hoffen, dass sich da auch endlich die Demokraten irgendwo mal hinbegeben. Nämlich es geht gegen den sogenannten Dreamers Act, das ist die DACA, das sind die eigentlich Kinder, die als Kinder und Jugendliche natürlich mit ihren Eltern undokumentiert ins Land gekommen sind und die haben halt unter den letzten Regierungen und vor allem unter der Regierung Obama einen Schutzstatus bekommen. Und halt im Sinne des amerikanischen Traums wurden sie Dreamers genannt. Das soll natürlich jetzt alles abgeschafft werden. Also es geht auch hier ganz direkt, geht es darum, Zukunftsentwürfe von bestimmten Gruppen zu verhindern und sie zu vernichten. Interessanterweise, also immer diese Frage, welche Zukünfte eigentlich Bestand haben können. Und hier kam ja wieder einer dieser dümmlichen Vergleiche dieses Herrn, die aber trotzdem sehr, sehr klar platziert sind, nämlich dann doch lieber jemanden von Norwegen oder mehr Leute aus Norwegen einwandern zu lassen. Ne? Die Norweger haben sofort darauf reagiert und ganz entsprechend sozialdemokratisch, linksliberal, wie man das eigentlich kennt aus Skandinavien. Und da ist ja auch nichts einzuwenden dagegen. Ich war ja eigentlich sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Allerdings, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, und das dürfen wir nicht vergessen, dass es hier um die Zukunft im Westen geht und die Zukunft im Westen eigentlich nur noch eine Individualillusion ist. Und das sieht man auch an den Reaktionen. Also Norwegen war so stolz darauf, tatsächlich zu Recht, zu sagen, warum sollen wir zu euch kommen, wo ihr keine Healthcare habt, wo ihr keinen Mindestlohn habt, wo keine Pensionabsicherung ist. All diese Punkte, die auch wirklich alle so stimmen. Ne? Aber wenn man unter diesem Aspekt Zukunft verhandelt, dann ist ja auch ganz klar, da fallen natürlich ganz andere Gruppen raus. Das heißt, die Illusion im Westen, wie Zukunft verhandelt wird, ist eigentlich nur noch auf dieser Basis von dem, wer hat die bessere westliche Absicherung. Dagegen sind die Konzepte um Afrofuturismus, afrikanischen und diasporischen Zukunftsentwürfen eigentlich intersektional gedacht, weil bereits auch unsere Vergangenheit intersektional war. Will heißen, wir auch in der Vergangenheit bereits so außerhalb von eben diesen eingeschriebenen Zukünften positioniert waren, dass sich Imaginationen über Zukunft nur anders kollektiv herstellen ließen. Hier ist nochmal so ein anderes, ne? Dieses Verweis, also waren schon sehr politisch, die Norweger. So, wenn mir ist das wichtig, dass wir diesen Perspektivwechsel vielleicht mit vornehmen, dann erkennen wir, also ich glaube, dass es uns zum einen auch politisch radikalisieren würde, dass wir nicht so leicht in diese neoliberale Falle tappen, zu sagen, dass wir im Prinzip Gottes Gift to Earth sind im Westen und halt die riesigen Stürme nur alle hierher kommen wollen, sondern dass wir noch einmal sehen, ja, was sich auch Menschen, die sich auf die Flucht begeben, die ihr Leben aufs Spiel setzen, die ihre Familien verlieren, was die sich vielleicht unter ihrer Zukunft vorstellen. Das ist ein Bild von 2015 in Griechenland, als die ersten größeren Gruppen
von forcierter Migration in Griechenland auch ankam. Und ich fand das sehr beeindruckend, weil ich glaube, hier muss man sich automatisch sofort fragen, ja, welche Zukunft denn? Ne? Also das auf dem Mainland von Europa zu schreiben, the future, ist stupid. Und das ist, denke ich, auch etwas, was Ben Okri mal vor einigen Jahren in einem Guardian-Artikel auch deutlich gefordert hat, nämlich für afrikanisch-diasporische Perspektiven, sich die mentale Freiheit zugrunde zu legen, um gerade auch den Westen wahrscheinlich auch erstmal anfangen können, zu dekolonisieren. Ein bisschen schneller durch. Ich wollte eigentlich noch eine Referenz machen zu in einem Kurzfilm, der das sehr schön zeigt. Pumsi ist einer meiner Lieblingsfilme. Der ist frei zugänglich im Netz, also ihr könnt euch den gerne anschauen. Es geht hier es ist also ein Science-Fiction-Film von Vaniro Kahio von 2009. Und die Situation ist nach den Wasserkriegen, also dem Weltkrieg Nummer 3 und was es bedeutet, wenn die Menschheit in einem Compound unter der Erde leben muss, was eigentlich also nach diesem westlichen Sci-Fi-Verständnis eben die, also das sichere, das kind of Utopia eigentlich wäre. Und es zeigt sich, dass in diesem sicheren Compound aber eigentlich kein Leben und auch keine Zukunft möglich ist, und dass die nur möglich ist mit der Referenz zurück in die Vergangenheit, nämlich diese erzwungenen Träume, die bei ihr hochkommen, bei Asha, der Hauptfigur, und diese Möglichkeit, sich in die Vergangenheit hinein wieder reinzuchecken. Dadurch ist sie in der Lage, dann wieder einen Baum zu pflanzen und diesen sicheren Compound, was die Zukunft wäre, zu verlassen, um auf der kontaminierten Erde im Prinzip wieder Leben entstehen zu lassen. Das ist eine zirkulare Idee von Zeit, dass eigentlich Future Tense nicht möglich ist, ohne einen Zugriff zu einer kollektiven Vergangenheit. Ich kann jetzt keinen Ausschnitt daraus zeigen, der ist 22 Minuten lang. Schaut euch den mal an, der ist wirklich richtig, richtig großartig. Ich habe nur so ein paar Bilder aufgenommen. Auch hier nochmal natürlich dann die Frage, inwieweit was Museum eigentlich noch für eine Rolle spielt in einer Zukunft nach der Dystopie. Und das ist die kontaminierte Erde, wo eigentlich dann doch wieder Leben möglich ist. Ja, also immer wieder die Frage, welche Zukunft, über welche reden wir eigentlich und welche Geschichte ist da mitgemeint. Und da bin ich in den letzten Wochen relativ zufällig auch über eine Aussage von James Baldwin gestoßen in Faulkner and Desegregation, wo er im Prinzip nochmal, also eigentlich natürlich da das weiße Amerika anspricht und das noch schon bereits 1961 im Prinzip ein bisschen vorweggenommen hat, was eigentlich passiert, wenn man das verliert, was man dieses sichere, das sichere Gefühl des Privilegs von Zukunft eigentlich verliert. Das heißt, also all das, the end of safety, das finde ich eigentlich sehr, sehr bezeichnend und ich habe das Gefühl, dass wir genau da gerade angekommen sind, im Westen und damit werden natürlich ganz hart auch die Ressourcen verteidigt. Ich wollte dann noch ein paar Worte zu, also einen Vergleich bringen oder eine Referenz zu diesem Film, den wir auch heute Abend noch sehen, nämlich Jona von einem jungen diasporischen Talent, Kiwi Tavares aus Zanzibar, UK, der eigentlich all diese Themen auch mit verhandelt, wo es darum geht, was es bedeutet, wenn ich mich vielleicht in Anführungszeichen in die falschen Träume hineinschreibe, wenn ich mich einschreibe und schaue, was eine lineare Zukunft bedeuten kann, die mir dargestellt wird als das, was erfolgreich ist.
Ich will da nicht zu viel vorwegnehmen, vielleicht können wir dann auch danach nochmal etwas genauer darüber sprechen. Aber das wäre, also das ist auch in dem Film sehr deutlich, dass das nicht unsere Art von Zukunftsimagination sein kann. Vielleicht abschließen möchte ich mit einem Zitat, eigentlich mit einem Zitat von Toni Morrison, die im Übrigen zu Alternativen, zu schwarzen Zukunftsimaginationen, kann ich allen nur empfehlen, Beloved noch einmal zu lesen, nämlich unter genau diesem Aspekt. Beloved wird in tausendfacher Interpretation natürlich zu der Frage von, was es bedeutet, das Kind zu töten und davon natürlich dann auch verfolgt zu werden, besprochen und behandelt. Aber Beloved unter dem Aspekt von kollektiven Überleben und kollektiven Zukunftsentwürfen zu lesen, ist eigentlich mindblowing und öffnet einfach nochmal die Augen. Toni Morrison hat in ihrer Referenz zu Unspeakable Things Unspoken, The African American Presence in American Literature gesagt, und ich zitiere: "It's no longer acceptable merely to imagine for us. We have always been imagining ourselves." Und das ist, denke ich, was im Zentrum steht von Afrofuturismus, von Futurism, von einer schwarzen diasporischen Perspektive, denn am Ende gilt immer noch, was N.K. Jemisian gesagt hat: "I think one of the most radical things that anyone in this world can do is imagine that black people have a future. And yes, we do." Danke.